Mein Name ist Johannes Fahrentrapp. Ich leite das Modul Agriculture for the Future im Master Umwelt und natürliche Ressourcen an der ZAW in Wädenswil. Wir gehen heute zur Swiss Future Farm, einem Modellbauernhof im Kanton Zürich. Wir schauen den Modellbetrieb an, damit die Studierenden sehen können, wie heute ein Bauernhof funktionieren kann, wenn er viele technologische Innovationen umsetzt. Technologische Innovationen können sein, zum Beispiel vollautomatische Sämaschinen, die wissen, wohin sie säen, in welchem Abstand sie säen. Das ist aber auch ein Milchviehbetrieb, der die Aktivität der Kühe aufzeichnet und daraus Schlüsse zieht, wann zum Beispiel die Kuh besamt werden muss. Ein weiteres Highlight des Tages ist, dass die Studierenden einen hochmodernen Traktor fahren dürfen. Währenddessen wird der Weg aufgezeichnet und der Traktor fährt selbstständig zurück. Die Studierenden können bei der Exkursion sehen, wie die Digitalisierung heute umgesetzt wird auf den Bauernhöfen, wie weit die Technologisierung fortgeschritten ist und wo die Schwachstellen sind und die Herausforderungen. Die Studierenden können daraus dann ableiten, was sie für ihr Szenario wie verwenden möchten. Wie der Titel vom Modul sagt, geht es um die Zukunft der Landwirtschaft, also wie sich die Landwirtschaft entwickeln kann und entwickeln muss und wird, um nachhaltiger zu werden, um zukunftsfähig zu sein. Und dafür gibt es einfach ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten. Praxisnah studieren heißt, die Studierenden für die Zukunft im landwirtschaftlichen Bereich vorzubereiten und mit ihnen gemeinsam dafür Szenarien zu entwickeln.